Leute, tagelang habe ich keine Sonne gesehen. Jetzt ist es soweit. Bin natürlich wieder viel zu spät hier an einem Spot am Ammersee. Aber ich nutze die Zeit, rutsche hier durch und mache hoffentlich 1 oder 2 gute Bilder. Neben mir hier ist ein Dampfersteg zu sehen und hinter mir 2 Bootshütten mit Schienen, die rein ins Wasser führen. Das ist so die direkte U-Bahn nach München durch den Ammersee. Machen wir uns ans Werk. Vielleicht fange ich erstmal mit den Schienen an. Und das versuche ich jetzt auch wieder mit meinem 14mm Objektiv aufzunehmen, mit einem ND-Filter, damit ich das Wasser schön glatt bügel. Also, Objektiv auspacken, auf die Kamera drauf und Bügeleisen. Und dann geht's los. Boah, ich muss mich ein bisschen beeilen, das wird ein hektisches Video. Oh, das sind schon 2 andere Fotografen auch am Start, sehe ich gerade. Ich spreche immer davon, dass man keine Hektik machen soll, aber jetzt habe ich die Hektik trotzdem. Weil die Sonne eben gleich untergeht. Aber es kann ja auch sein, dass das Bild nachher besser wird, wenn die Sonne untergegangen ist. Man weiß es nicht genau. Hier, fotografieren tue ich hier mit meinem 14mm. Ich hatte ja auf mein letztes Video schon Fragen bekommen in den Kommentaren, wo es diesen Filterhalter gibt für Sony. Ich habe meinen auf Amazon bestellt, aber momentan ist er anscheinend ausverkauft. Aber wird es ja hoffentlich bald wieder geben. Weil wir jetzt keine Mittagssonne haben, sondern Sonnenuntergang, nehme ich jetzt nur den 1,8er ND-Filter und packe auch nochmal einen Verlaufsfilter vorne mit drauf. Den Haida Nano Pro. Und ihr seht, der dunkelt schön den Himmel oben ab. Der kommt hier oben drauf. Bam, fertig. Los geht's. So, jetzt als erstes ohne Stativ versuche jetzt erstmal die Bildkomposition hier irgendwie zu finden. Oh, sieht es geil aus, schon aus der Perspektive hier. Hier kann ich auch ruhig so nah rangehen, beziehungsweise so tief gehen, weil es einfach unglaublich gut aussieht. Und durch dieses Weitwinkel kriege ich diese Wolken, die da hinten im Eck sind, auch noch richtig schön ins Bild rein. Das ist ein perverses Weitwinkel, Leute. Das ist echt pervers. Kann ich gleich draufschrauben und losballern. Ja, und ihr seht ja wahrscheinlich hier diese Holzlatte, die sieht recht hässlich aus. Und deswegen habe ich jetzt die Kamera einfach ein ganz kleines Stückchen vorgestellt. Boah, Alter, ist das ein geiles Bild. Vor allen Dingen haben wir endlich mal super Lichtverhältnisse. Das war jetzt die ganze Zeit eben nicht der Fall. Also, Kamera ist waagrecht ausgerichtet. Und jetzt als nächstes möchte ich in den manuellen Fokus, deswegen drücke ich hier einmal auf den Joystick. Zack, bin drin und drücke jetzt meine C2-Taste, um vorne einfach die Stegspitze scharf zu stellen. Ich will das auch unbedingt vorne scharf stellen. Man könnte auch hier den, diese Schiene oder was das ist, die Schienen, ja, scharf stellen. Aber ich will eigentlich in die Ferne gucken. Deswegen konzentriere ich mich vorne auf die Stegspitze, weil da hinten der Sonnenuntergang ist. Also, manuell scharf gestellt habe ich. Jetzt fahre ich mal die ISO hoch oder runter auf 100. Sieht jetzt schon mal fein aus. Ich will aber einen Blendstern, deswegen knalle ich jetzt meine Blende zu auf 14, 16, irgend sowas und belichte jetzt hier entsprechend länger. 5 Sekunden, F16, ISO 100. Wow, habe ich jetzt Bock da drauf. Das war jetzt in letzter Sekunde. Bam! Bild ist drin. Schauen wir es nochmal an. So, jetzt muss es schnell gehen hier. Kamera hebe ich jetzt schön hoch, dass der Steg auch ein bisschen aus dem Wasser rausschaut. Sonst wäre die Perspektive einfach nichts. Ihr merkt schon, ich wechsle das Objektiv jetzt nicht mehr. Ich bleibe auf dem 14er, weil ich bei Tag viel zu wenig eigentlich mit dem bisher fotografiert habe, weil ich einfach nicht diesen Filterhalter gehabt habe. Jetzt schaut die Sache schon ganz anders aus. So, jetzt suchen wir erstmal eine Bildkomposition. So, was ich jetzt nicht geil finde, sind diese zwei Steher. Die ruinieren mir das Bild, deswegen gehe ich jetzt noch ein Stück vor. Fein. Eine Sache noch, die ganz, ganz wichtig ist, ich muss vorne fokussieren. Das habe ich vergessen. Das mache ich jetzt noch schnell. Und hier zeigt mir jetzt das Histogramm im Gegensatz zum Zebra. Ich bin total unterbelichtet, deswegen gehe ich halt noch ein Stück hoch. Damit kann ich leben und mache jetzt so mein Sonnenuntergangsbild. Puh! So, ganz deutlich, der Steg ist jetzt relativ dunkel, aber das macht gar nichts. In Lightroom habe ich so einen Verlaufsfilter, den kann ich einfach von unten bis in die Bildmitte hochziehen und den Steg etwas aufhellen. Ohne diese Bildbearbeitung, die nachträgliche, wäre es nur ein Naja-Bild, aber ich versuche ein Bam-Bild draus zu machen. Deswegen mache ich immer bei allen meinen Bildern, die ihr seht, eine Nachbearbeitung. Wow, das war jetzt echt eine schnelle Nummer, du. Schau mal da drüben, was da abgeht. Hohoho, ist das krass. So Leute, und ihr habt ja gesehen, das Bild, was ich gerade gemacht habe, ist altbewährt. Das funktioniert immer, wenn der Steg in der Mitte ist. Aber es kann nicht schaden, auch mal die Regeln komplett zu brechen und was Neues zu probieren. Und das bietet sich jetzt bei dem Shot echt an, vor allem auf diesen 14 mm. Ich setze den Steg jetzt mal bewusst nicht in die Mitte. Ich lasse ihn einfach rechts im Bild erscheinen und konzentriere mich hinten auf diese super schöne Wolkenstruktur. Sieht einfach toll aus, weil die Wolken hier als so ein V oder ein Pfeil einfach reinkommen. Das sieht echt unglaublich schön aus und das Bild versuche ich jetzt auch umzusetzen. Und ich lasse jetzt bei meinen Einstellungen eigentlich alles fast gleich. Vielleicht belichte ich sogar noch eine Ecke länger. Auf 10 Sekunden. Ne, auf 8 Sekunden. So mache ich jetzt das Bild auch. Anfokussiert habe ich immer noch die Spitze des Steges da vorn. Aber bei einer F13 sind die Wolken da hinten auch scharf. Da bin ich mir eigentlich fast sicher. Und so probiere ich halt auch immer mal was Neues aus. Das altbewährte zu machen ist cool. Aber sagen wir mal 10–20% der Fotosession schadet nicht, wenn man auch was Neues probiert. So geht man mit einem sicheren Bild auf jeden Fall nach Hause. So, jetzt laufe ich hier erstmal rum und schaue mal, ob ich irgendeine Perspektive finde. Oh, das ist ein bisschen sketchy hier. Ist es safe? Einigermaßen. Aber es ist keine schöne Perspektive. Schade, da habe ich mir mehr erhofft von da unten. Mal schauen, ob das safe steht. Könnte doch so funktionieren, ist doch safe. Ja, das passt schon. Oh, Nisi, was bauen die hier? Ich krieg die Schraube nicht mehr auf. Mit gefrorenen Fingern. Also ich glaube, Nisi baut nur Filter für Schönwetterfotografen, weil mit gefrorenen Fingern kriegst du die Schraube ja gar nicht mehr auf und zu. Das ist echt total shitty. So würde ich jetzt mal ins Rennen gehen mit einer 7er Blende und 8 Sekunden Belichtungszeit und wähle die Auslöseverzögerung. und halte jetzt auch mal zur Sicherheit meine Kamera kurz fest. Ob das Bild schon einer hat? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Vielleicht wart ihr auch schon mal hier. Wo bin ich? Am Breitbrunner Dampfersteg. Aber Sonnenuntergänge sind halt extrem schwer. Entweder brennt der Himmel aus oder alles andere ist zu dunkel. Man muss sich für eine Sache entscheiden. Aber heller drehen ist immer einfacher in Lightroom. Boom. Läuft. So bin ich raus hier aus der Nummer. So Leute, ich mache jetzt noch ein paar Bilder aus der Hand. Wenn euch das Video getaugt hat, euch unterhalten hat, gebt mir gerne ein Like fürs Video oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr noch nicht dabei seid. Bye bye, euer Sigi heute wieder vom Ammersee. Good night.